Hand aufs Herz, wer ist der größere Frauenschwarm von euch beiden? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen darf hier, ne? Das ist ja die Wahrheit, ne? Hallo liebe 96-Fans, willkommen zu einer neuen Ausgabe Hand aufs Herz. Ihr habt uns gefordert und jetzt sitzen wir hier vor euch, der Linton und ich. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja, wir haben hier drei Kategorien, wenn man das so sagen kann. Mal was ganz anderes, entweder oder, und die Cousins, das sind wir. Und ja, ich denke, ihr kennt die Regeln alle, oder? Ja, ich füge noch hinzu, wir haben einen kleinen Joker, dass falls eine Frage sehr unangenehm wird für den einen oder anderen, dann kann man die Frage weiterleiten an den Gegenüber. Anderen. Genau. Fängst du an? Ja. Ich fange mal mit entweder oder. Ja, das Mercedes oder BMW? Ich fahre ja am BMW. Was für ein? Ich fahre ja am BMW, einen Elektrowagen, deswegen würde ich eher BMW sagen. Ja. Okay. Muss ich jetzt egal von wo ziehen oder? Kann ich auch von hier ziehen? Ja. Dann mach schon mal die Cousins. Warum wart ihr im letzten Trainingslager nicht mehr auf einem Zimmer? Krise im Paradies? Fragezeichen. Eine Krise gibt es bei uns gar nicht. Dieses Wort, das gibt es bei uns nie, gab es auch nie. Hat sich einfach so ergeben, dass ich dann mit Valmi aufs Zimmer gegangen bin und der Linton mit Duxi. Ja. Und war einfach so eine Zeit, wo die zwei dann sich besser kennengelernt haben, ich weil mir so ein bisschen gepackt habe und war der Grund. Ja, ich glaube auch. Also Walle kam ja neu und ihr kanntet euch schon auch? Ja. Ja, so ein bisschen und sind ja Landsmänner und wie Flo gesagt hat, den sich dann ein bisschen gepackt. Ja, deswegen war das so, aber wir haben ja trotzdem viel zusammen gemacht und unsere Zimmer waren noch nebeneinander, glaube ich. Ne? Vom Balkon haben wir uns ja drei Zimmer dazwischen. Ja? Oh. Ich hab nochmal deinen Kopf gesehen. Ja. So, ich mache hier mal weiter. Linton, was würdest du sagen, was bin ich für ein Typ? Flo? Ein lustiger Typ. Entspannter Typ. Ein wahrer Bruder. Also, wie wir sagen. Egal was ist, man kann Flo immer rufen, egal wo auch. Wenn man irgendwas hat, ist er auf jeden Fall für einen da. Auch außerhalb des Fußballs. Und lustiger, ehrgeiziger Typ auf jeden Fall auch. Er weiß, was er will. Und ja, cooler Typ. Ich wieder, ne? Mhm. So. Tunnel kassieren oder Tunnel verteilen? Ja, das spricht eigentlich für sich. Also ich verteile lieber gerne Tunnel, wie dass ich einen Tunnel kassiere. Glaube ich, kann ich für jeden sprechen. Genau. Wie bitte? Die Realität entspricht ganz meinen Wörtern. Verteilt mehr. So. Was bringt dich im Alltag auf die Palme? Mich? Boah, wenig eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Stress, aber eigentlich wenig. Also ich bin eigentlich ziemlich entspannt so. Also ich bin halt ein ziemlich ruhiger Typ, auch gelassen eigentlich. Und ich mag es nicht, wenn Leute neben mir hektisch sind oder so schnell stressig sind. Bringt mich ein bisschen auf die Palme, aber manchmal ist es eigentlich auch ganz lustig, ja. Was habt ihr für Gemeinsamkeiten und was teilt ihr gar nicht? Muss auch überlegen. Gemeinsamkeiten. Auf jeden Fall, ich zock, also was wir gar nicht miteinander haben, ich zocke sehr viel, er gar nicht. Ja.
telefoniere auch sehr viel, er auch sehr wenig. Ja. Und ja, ich, Gemeinsamkeiten haben wir eigentlich so Musikgeschmack, Kleidungsstil, ja, einfach auch so ein paar Eigenschaften, dass wir entspannt sind, dass wir ja, denselben Humor eigentlich haben. Und ja, genau. Ja, kochen oder Essen bestellen? Essen bestellen, ja. Ich koche nicht so viel. Ich direkt weitermachen, ne? FIFA oder Fortnite? Mittlerweile mehr FIFA. Ja. Wenn du eine Sache in deinem Leben rückgängig machen könntest, was wäre das? Über sowas habe ich schon nie nachgedacht. Was sind das für Fragen? Ja? Eigentlich nichts. Ja, vielleicht mich ein bisschen mehr um meinen Körper gekümmert. Bin ja ziemlich oft verletzt oder war ziemlich oft verletzt. Ja, vielleicht hätte ich da früher anfangen sollen, ein bisschen was dafür zu tun, dass es nicht so ist. Aber sonst gibt es eigentlich wenig Sachen, die ich so bereue. Also immer mal wieder irgendwas, so Kleinigkeiten, aber ja, jetzt so was Entscheidendes eigentlich nicht. Nee. Bin ich? Ja. Früh oder spät aufsteher? Früh aufsteher. Ich bin jeden Tag sehr früh wach. Ja. Aber geworden, oder? Geworden, ja. Seit einem halben Jahr geworden. Stark. Ja, hier mal her. Hand aufs Herz. Wer ist der größere Frauenschwarm von euch beiden? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen darf hier, ne? Das ist sehr. Kannst du sagen, alles, was du willst. Die Wahrheit, ne? Ja, ich sag Flo. Ja, Flo auf jeden Fall. Ich. So. Wer ist deiner Meinung nach der beste Fußballer in der Mannschaft? Flo. Der beste Fußballer in der Mannschaft. Ich setze meinen Joker ein. Ich muss jetzt beantworten. Das kannst du jetzt beantworten. Kann ich dann auch meinen einsetzen, der Aussieger? Nein, ich habe es schon oft gesagt. Oder auch zu vielen Leuten gesagt, so. Ich habe jetzt auch schon mit einigen zusammengespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht haben es viele da draußen noch nicht so gesehen. Ich bin mir aber sicher, das werden sie auch nochmal. Was der Kollege links neben mir im Training manchmal macht, ist schon ja, mehr als ordentlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, mit der Beste, mit dem ich hier trainiert habe. Wenn er Tempo aufnimmt und zum Abschluss kommt, ja, ist sehr schwer zu stoppen und wird sehr oft mit einem Tor gekrönt. Wie gesagt, das haben vielleicht viele da draußen noch nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auf jeden Fall noch mal sehen werden im Spiel. Ja. Gänsehaut. Träumer oder Realist? Uiuiuiui. Ich träume realistisch, ja. Also, ich würde schon eher sagen, dass ich denke mal, jeder Träume und Ziele. Ich kann das aber alles ganz gut einschätzen und bin eigentlich ziemlich realistisch. Ich sag trotzdem mal Träumer. Ja, das
Das war's, ne? Ohne Joker. Sehr gut. Ja, liebe 96-Fans, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich mich noch anschließen. Hat uns auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß für die weiteren Spiele, die ihr von uns zuschauen werdet. Und lasst deinen Daumen oben. Genau. Und ich würde euch raten, als nächstes den Marvin Ducksch und Mike Franz mal zu nehmen. Super ja, Kombination. Cool. Ja. Wow. Yes! Super!